Moin zusammen und weiter geht's mit Aquanox. Jetzt wieder schon, ich glaube, 2 Wochen Pause gehabt, war im Urlaub. Und, ups. So, Ton gibt's natürlich auch. War ja noch rausgetappt. Hab mir in der Zwischenzeit auch noch ein Gamepad geholt, hab mich damit nochmal kurz vertraut gemacht, so mehr oder weniger. Und, wird schon schief gehen. Gucke mal und zack, zack. Beiden Sekundärgeschütze online nehmen. Dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ja, mit Tastatur und Maus, es ging zwar, aber es war irgendwie nervig. Yes. Initiiere Torsprung. So, Birk Fletchers Sachen haben wir hier einmal. Oder aber auch. Erstmal gucken, wie es hier aussieht. Okay, ich bin da ganz unten. Muss ich hier quasi einmal durchschippern. Ja, machen wir einfach mal. Dann kommen wir mal wieder rein ins Spiel und haben uns mit der Steuerung vertraut. Irgendwie nimmt das Boot immer wieder das Gas raus, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, hier ging es jetzt lang. Ah, jetzt geht's. Nee, doch nicht. Zu früh gefreut. Auch noch diese Schubpunkte hier. Drucksprünge verbraucht. Oder Drucksprünge. Ach, deswegen stimmt. Hier unten links, da ist ja die Poweranzeige. Die war alle. Deswegen. Alles gut. Zu lange her. Initiiere Torsprung. So, ab ins nächste Gebiet. Und dann schauen wir hier nochmal in die Karte, wo wir jetzt hier genau hin müssen. Auch einfach nur durchschippern, so wie es aussieht. Und da treffen wir aber wohl auf den ein oder anderen Gegner. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein, denke ich. Okay, wäre auf jeden Fall wichtig. So, und da müsste ich auch gleich schon wieder im nächsten Gebiet sein. Dürfte nicht mehr weit sein. Drucksprünge verbraucht. So, mal hoffen,
hoffentlich ins letzte Gebiet. Initiiere Torsprung. So, erst nochmal wieder ein Blick in die Karte. Jetzt nach unten. Okay, aber hier dürfte ich auf jeden Fall auf so ein paar Gegner treffen. Und ich fürchte fast, das war das Gebiet, wo ich so übelst auf die Mütze bekommen habe damals. So, und da kommt irgend so ein Rochen oder sowas auf mich zu. Ich sehe ihn noch nicht. So, da ist noch einer. Aber da nehme ich mal die Schrotflinte für. Ups. Ja, hier muss ich auch lang. Initiiere Torsprung. Ah, es geht ja gut los. Grenzgebiet. Schauen wir mal. So, wo bin ich denn jetzt? Ach du Güte. Fletcher möchte, dass du sein Hab und Gut aus seinen Tagen bei der Hohen See birgst. Finde das Versteck und bring ihm deinen Fund. Jetzt muss ich da oben links durch. Falsche Taste. Da liegt noch was. Sprünge verbraucht. So, rechts von mir kommt ein Schiff. Gehe ich mal. Und jetzt voll auf die drauf. Kurz auf das Ziel halten.
irgendwie muss ich nochmal kurz ins Menü schauen. Mit der Zielerfassung, da weiß ich gerade nicht mehr. Warte mal, wie war denn das Tagebuch? Alle Schiffe im Bereich. Weiter zum Ziel Delta Sierra Foxtrot. Option, Gamepad, Steuerung. So, umdrehen, Reparatur, Schildkit, Schnellladen, Scheinwerfer, ausweichen, durch Menü navigieren, drehen, umsehen, Primärmodul, Zielerfassung, Y. So, Kollege. Bist du? Und tschüss. Eure Tage sind gezählt, Banditenabschaum. War so ein bisschen ungewohnt, es steuert sich aber auf jeden Fall wesentlich besser mit so einem Gamepad. Ich bin nur einer von vielen. B und B kann ich auch noch mein Schutzschild aktivieren. Initiiere Torsprung. Port Royal. Jetzt muss ich da unten runter. Gott, ist das arschweit, ne? So, und wenn ich da direkt auf die Mütze kriege, könnte ich eigentlich neu laden und den Spielstand den Spielstand von da aus fortführen, wo ich vorhin gestartet habe. Da muss ich hier nicht nochmal alle Gebiete durchqueren, sondern kann dann direkt quasi der Hauptquest folgen. Drucksprünge verbraucht. Drucksprünge verbraucht. So, und hoffentlich der letzte Sprungpunkt. Langsam keine Lust mehr, hier nur noch rumzuschippern, will Action haben. Nimmerschlaf. Yes. Okay, immer noch nicht da.
So, hoffentlich die letzten 150 Meter. So, würde ich ja lachen, wenn ich gleich um die Ecke komme und bin direkt tot oder so. So, und hier, wo bin ich denn jetzt? Da oben. Und jetzt mittig rechts. Dann gehe ich da erstmal jetzt gucken. Noch 80 Meter. Und noch so ein Torsprung. Ich werde bekloppt. So. Initiiere Torsprung. Ach du Güte. Da muss ich rein. Na, viel Spaß, Leute. Sterbt halt endlich! Stehe unter Beschuss! Wie wunderbar! Was ist denn das für ein Schiff? Überhaupt nicht kaputt, das Ding. Aber 1000 Credits ist, glaube ich, nicht wenig. Das ist aber direkt der nächste. Jetzt bloß nicht klein bei. Meter, also mal ehrlich. Wenn der erste Gegner schon so krass anfängt, ich versuche mich mal ganz links vorbeizuschleichen. Es wird nichts werden, aber. Wenn ich da offensiv in die Mitte reinfliege oder schwimme, ist direkt Feierabend. Erwischen oder eher nicht, die sind irgendwo über mir. Vielleicht habe ich ja Glück und komme hier einfach durch, ohne gesehen zu werden. Nanoplankton Annäherung. Hauen wir alles raus. Ja, auch das. Ich werde hier irgendwo rangesaugt. Drucksprünge verbraucht. Drucksprünge verbraucht. Okay, den habe ich irgendwie wohl umschippert.
Irgendwo soll hier unter mir was sein, aber es ist wahrscheinlich irgendeine Höhle, wo ich den Eingang gerade nicht finde. So, der kommt auf mich zu. Knapp unter mir. Wahrscheinlich hinterm Felsen. Da ist er. Was soll das heißen? Ich bin der Schütze. Ja, hier ist Strömung. Das sieht auch gut aus hier. Voll mit Kisten alles. Feuert alles raus. Nee, hau ab. Wo ist sie? Ich greife das Bein an. Birk Fletchers Sachen, 45 Meter. Ich würde mich hier vorne einfach mal umschauen. Das Rohr glaube ich nicht, dass ich da rein möchte. 30 Meter, okay. Kein Plan, wo das hier sein soll. Ich vermute aber, ich bin richtig. Ja, definitiv. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie hinfinden. So, hier geht es so ein bisschen nach unten. Aber da war ich eben. Einfach mal dieser Boje folgen. Jetzt kommen wir diese komische Strömung wieder. Ja, ich muss in diese blöde Basis, so wie es aussieht, da reinschwimmen. Dann unterirdisch hier weiter. Habe ich mir schon fast gedacht, hatte nur den Weg nicht gefunden. Ganz praktisch, dass man dieser Boje folgen kann und jetzt hier dieser Pipeline. Wir sind bei Fletchers Koordinaten. Er sagte, er hätte seine Sachen hier verstaut. Sehen wir uns das mal an. Nett. Kann man alles gebrauchen hier. So, da vorne kommt gleich noch mal so ein Wegpunkt. So ein Wrack meine ich natürlich. Okay. Birk Fletchers Sachen. 144 Meter. Dann wollen wir mal. Aber nicht zu schnell hier unten. Bevor ich nach links gehe, gehe ich erst noch mal hier rechts schauen.
großen Schiff darf man hier auch echt nicht rein. Na endlich, da sind sie. Nach dieser ewig langen Fahrt hier durch, keine Ahnung, 100 Tunnel, sind wir endlich angekommen. Gefunden. Das sind nur ein paar Audiobänder. Und dafür der ganze Aufwand? Rede mit Fletcher, sekundär. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ja, wieder zurück. Na, Prost Mahlzeit, ey. So, war das jetzt rechts, links? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube hier lang, aber schön außen halten. Verdammt, dieses Nanoplankton hier wieder. Na toll, jetzt komme ich hier aus der Höhle raus und habe direkt einen Gegner über mir, oder was? So, und Gas, weg. Langwierig das Spiel, ne? Also irgendwie finde ich das gerade nicht so spannend hier. Ups. Drucksprünge verbraucht. Okay, sehr cool. Initiiere Torsprung. Okay, und mit Fletcher reden. Ja, ist gleich hier vorne zum Glück. Hätte noch gefehlt, dass ich den kompletten anderen Weg zur Hauptquest wieder zurückfahren muss. Drucksprünge verbraucht. Alle Waffen! Feuer! Hä? Was? Ach so, okay, da waren noch kleinere Boote, alles klar. Kann ich hier auch? Nee, RB, zack, und auswählen. Seht ihr nicht, dass ich arbeite? Fletcher! Habt ihr sie? Gebt her! Die Bänder, sie sind noch intakt. Ich hatte Angst, dass sie kaputt wären. Vielen Dank, Kryos. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir dieser Behälter bedeutet. Meine Mutter hat diesen Rekorder gekauft, als ich klein war. Sie dachte, ich könnte ihre Stimme vermissen. Sie hatte recht. Der Hohen See werfe ich nicht vor, was sie uns angetan haben. Wir leben in einer grausamen Welt und man muss hart sein, um zu überleben. Nein, es sind diese Heuchler der Atlantischen Allianz, die ich verabscheue. Und die Lügen, die sie ihren Bürgern so verkaufen, wie sie mich verkauft haben. Cool, ein bisschen Kohle bekommen. Geister der Vergangenheit. Und ich Material auch noch bekommen. Dann würde ich mal schauen, ob man hier noch am Boot was schrauben kann. Antrieb wäre mal ganz nice, ey. Nö, gibt's nichts weiter.
Dann würde ich sagen, mal hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der nächsten Mission. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.